Ja, Freunde, zurück in der Galaxis und zwar am ersten Weihnachtstag. Ihr habt euch, oder am zweiten Weihnachtstag, ich weiß jetzt gerade nicht, wann ich diese Folge hochladen werde, deswegen entschuldigt, wenn ich hier gerade ein bisschen Mist wieder erzähle, wie im letzten Part. Also, ihr wisst ja, wir haben jetzt ordentlich zu tun, wir müssen in die Schlucht und Wemren ausfindig machen, der uns da den Weg streitig machen will. Und das kann natürlich nicht wahr sein. Und das kann er sich auch im schlimmsten Traum der Träume erträumen. Und ja, das lassen wir natürlich nicht mit uns machen und werden den guten jetzt niederstrecken. Oh, jetzt habe ich schon verraten, was in dieser Folge passiert. Was ist das denn hier eigentlich? Eine Waffenhändlerin. Mal sehen, was die uns da anbieten kann. Vielleicht können wir uns ja hier was Kleines... Euer Geld ist uns immer willkommen. Ja, ja, nee, brauchen wir nicht. Beehrt uns bald wieder. Ja, ja, mal sehen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall erstmal genug Credits, um uns hinterher, wenn wir diesen hässlichen Planeten mal verlassen, dass wir dann ja, gut über die Runden kommen, ne? Wir sind auch schon fast Level 7. Also ihr seht, es geht richtig zacki-zacki. Dann gehen wir jetzt mal in die Höhle des Todes. Tulak Horts Grab. Tulak ist auch ein lustiger Name, finde ich. Stellt euch mal vor, ihr würdet Tulak heißen. Holopet. Oh, mal sehen, was uns das Holopet sagen möchte. Bringt schließlich alles Erfahrungspunkte. Diese verflixten Minendroiden waren stärker, als ich dachte. Ich werde es nicht überleben. Aber ich hoffe, dass jemand... dass sie sieht und mir die Ehre erweist. Entkommene Sklaven haben Watten aus der Akademie gestohlen, in dieses Grab geflohen, haben die Minendroiden umprogrammiert. Ohne die Droiden können die Sklaven nicht leben. Ich wollte sie selbst ausschalten. Hat nicht geklappt. Zerstört genug Droiden, dann... sterben die Sklaven. Niemand legt sich mit den Sith an. Oh. Junge Dame, ihr seid tot. Oh nein. Ein Schrecken. Die Druiden sind wahnsinnig geworden. Die Druiden haben alle ausgerottet und die Sith-Schüler haben hier einfach Waffen gestohlen. Das muss man natürlich direkt bestrafen. Kann ja nicht wahr sein. Aber jetzt müssen wir erstmal natürlich die Scherben besorgen. Für unseren Übermeister, der ein bisschen komisch aussieht, meiner Meinung nach. Aber irgendwie ist er auch cool. Also ich hoffe, dass, soweit ich weiß, sind die High-End, Items ebenfalls so hässlich. Also, oh, was ist das denn? Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir dann aussehen werden, wenn wir Level 50 erreichen. Wo laufe ich überhaupt hin hier? Da müssen wir. So, die Scherben aus der Vorkammer haben wir geholt und jetzt geht's natürlich direkt weiter. Und wir müssen... ja, das war natürlich noch nicht alles. Wir müssen noch mehr Scherben hier holen. Und dann die Überscherbe umbringen. Ich freue mich ja echt schon, wenn wir so auf dem Planeten Coruscant sind oder Nar Shaddaa, wo es richtig viel los ist, wo wir auch so im typischen Star Wars Flair sind und nicht in so einem... ja, Korriban ist zwar ganz cool gemacht, aber ich finde... was denn hier? Ich finde einfach, dass der Planet nach einer Zeit ziemlich öde aussieht, was er ja auch ist. Und ich möchte lieber was haben, wo richtig viel los ist. Ist das so ein Druide? Ne, das ist ein Sanitätsdruide. Ich Horst. Müssen wir mal sehen, wo die Druiden hier sind, die wir ummoxen sollen. Ein unprogrammierter Waffenschild. Ach Junge, du hast doch keine Chance gegen den Mafuyo, gegen unseren Helden. Der dunklen Seite der Macht. Den wollte ich doch gerade anschreien. 1 von 15. Oh. Wir haben ja direkt Soldaten. Ich finde den Machtschrei recht cool. Wir sind Stufe 7.
So. Jetzt muss man natürlich erstmal hier die ganzen Sachen aufsammeln. Credits. Arbeiterhandschuhe des Technikers können wir... Oh, Inventar ist mal wieder voll, aber das hätten wir so und so nicht gebraucht. Oder? Oder warte mal. Mich interessiert mal gerade. Ne, da wollte ich gar nicht drauf. Ich wollte auf meinen... doch, da wollte ich wohl drauf. Ne, wir behalten lieber unseres. Und das lassen wir einfach mal da liegen. Habe ich jetzt keinen Bock hier mit rumzuschleppen. Die Taschen sind so schon genug voll. Den, Zerschlagen hätte ich gerade schon machen sollen, wo mehrere um mich herum standen. Warum habe ich das bloß nicht gemacht? Naja. Oh, was ist das denn hier? Ein Datacron. Oh, wir haben was aufgesammelt und die galaktische Geschichte 17 freigeschaltet. Interessant. So, jetzt bringen wir noch den Soldaten hier noch um. Boah, der ist aber geflogen. Rolle rückwärts. Da ist wieder so ein Druide. Der macht doch den... Soll ich schon sagen. 2 von 8. Aber um den wird sich bereits gekümmert. Jetzt müssen wir mal kurz unsere Quest weiter im Auge behalten. Und die nächsten Scherben holen. Ja, der Schnupfen ist immer noch da, aber ich hoffe bald weg. Huch, jetzt laufe ich hier gegen so einen... So. Können wir ja weiter gleich machen auf dem Rückweg. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal die Quest weiter im Auge behalten, sonst kommen wir ja nie von Korriban weg. Okay, müssen wir ganz rumlaufen. Oh, ein sehr imposanter Raum. Ich spüre die Macht stark hier, meine Freunde. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ich habe jetzt gerade keine Lust, gegen die zu kämpfen. Jetzt verlassen wir auch schon wieder diese heiligen Hallen hier und gehen wieder zurück und müssen in die nächste Grabkammer und mal sehen, wo wir da die Scherben kriegen. Und ich glaube, da kommt ein... Da wird es richtig spannend, der Kampf. Ja, wir müssen noch 5 Soldaten umbringen und 6 Druiden. Mach mal direkt mal den hier kaputt. Ach, das war doch... Ja, also, danke. Jetzt sind es noch 5 Druiden, dann hätten wir es geschafft. Ich bin mal gespannt, mit welchem Level wir den Planeten hier verlassen. Schon ein Laserschwert, habt ihr gesehen? Das kriegen wir jetzt gleich übrigens auch, aber da verrate ich noch nicht allzu viel. Ich muss ja die Spannung halten. Einmal hier rum und dann da rum und dann da und hier. Da ist noch so ein Druide. Die haben aber schon ordentlich was auf dem Kasten. Nimm das. Blechbüchse. Ein abtrünniger Ingenieur. Ha,
Hat leider nichts fallen lassen. Ach, haben wir durch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber unsere Energie ist sehr knapp, die sollten wir mal aufladen schnell. Och Mann. Das hätte er lieber nicht tun sollen. So, jetzt sind wir ein bisschen stärker, wenn wir gleich kämpfen sollten. Der Hass wird kanalisierend. Vitalisierend. Weißt du noch? Inventar ist voll. Wir sollten gleich echt mal dringend was verkaufen. Hier lang. So, die Quest hätten wir schon mal abgeschlossen. Das hätten wir auch. Das hätten wir auch. Sind es noch drei Druiden, dann haben wir diese Nebenquest abgeschlossen. Boah, das war ja mal ein Powerschlag. Also das sah wirklich richtig fett aus, fand ich. Ich muss jetzt aber unser Ziel mal im Auge behalten, und zwar müssen wir hier rein. Der Mafuyu, unser Charakter, muss hier rein. Oh, die habe ich nicht gesehen. Kinderspiel. Die geht da richtig flott hier. Mal sehen, wie viele Credits wir haben. 1460. Maschinenkammer. Ach, da runter müssen wir. Ich spüre nichts Gutes, Freunde. Ich spüre nichts Gutes. Kreischer. Das ist ein Dreckswiesen. Bioa. Sieht aus wie eine übermutierte Fliege. Kann er behalten. Wo lang? Hier runter? Yep, hier runter. Benzi folgen wir einfach jetzt mal. Schöner Hintern, junge Dame. Jetzt ist es ein Kerl, pass auf. Muss ich mal nachsehen. Oh, jetzt ist dieses blöde Vieh davor. Na gut, dann bringen wir das eben nach oben. Geht ja schnell. Noch ein cooler Move und zum Abschluss den Powerschlag. Warum hebe ich eigentlich immer was auf, wenn es noch gar nicht geht? Oh, jetzt müssen wir zum Das Barras zurückkehren. Ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt. Ich dachte auch, der Kampf zwischen Vemrim würde hier stattfinden. Da habe ich anscheinend zu viel zu verraten, was ja nicht der Fall war. Gib mir auf den Nerven, dieses blöde Vieh hier. Dann bringe ich das doch mal schnell um. Ja, ja, komm. Ich hätte wohl gedacht, das bringt mich um. Das ist nix da. Können wir nicht aufheben. Inventar ist voll. So ein Jammer.